Zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Unity. Letzte Folge haben wir die zwei letzten Nostradamus-Rätsel abgeschlossen und wollen uns jetzt eigentlich die Rüstung schnappen, allerdings ist es wahrscheinlich nicht allzu leicht. Weil wir müssen wahrscheinlich noch ein paar Rätsel lösen. Aber ich denke mal, das ist relativ einfach. Wir müssen ja, denke ich mal, nur das Zeichen umdrehen, welches die Platte zeigt. Ach so, das ist M. Nee, das kann es nicht sein. Ach, oh. So viel zum Thema. Moment, warte mal. Das ist bestimmt Schütze, ne? Und Schütze hat dieses komische Zeichen. Das ist ja das M. Allerdings muss ja auch irgendjemand diese Fackeln die ganze Zeit immer wieder entfachen. Haben wir das überhaupt hier? Ja, das ist das. Okay, müssen wir noch zweimal rumdrehen, dann haben wir es geschafft. Ey, Worst Case wäre jetzt einfach. Man hat wirklich die ganzen Rätsel gemacht und der Mechanismus funktioniert nicht, weil irgendwas kaputt wäre. Ey, ich würde zu anfangen zu holen. So, wir haben hier... Ist das Stier? Kann Stier sein. Der hat dieses Geweih. So, das passt ja schon mal. So, dann haben wir... Ich glaube, das ist Wassermann. Wassermann hat... Dieses komische M. Ist es das M? Nee, okay, dann müssen wir noch mal eins weiter. Und dann haben wir noch eine Säule, die wir drehen müssen. Zum Schütze haben wir das M. Hallo, wo bist denn du? M? Ist dieses andere Zeichen, okay. Wo ist denn das? Genau, das müsste jetzt kommen. Aha. Da müssen wir uns... Okay, müssen wir jetzt dort hochklettern. Das kriegt man hin. Stimmt's, Arno? Warum habe ich denn hier wieder eine rote Truhe? Na, ich... Jetzt, also, wirklich, diese Steuerung macht einen... Nein, was machst denn du? Ja, das funktioniert jetzt auf einmal, oder was? Ah! Okay. Schön, dass ich das hier lerne. Wenn das Spiel fast vorbei ist. Oh nein, okay. Oder? Warte mal. Ach ja, warte. So. Ach, Halleluja. Halleluja. Wir haben es geschafft. Oh, Gottes Willen. Wow. Ich habe ein neues Anliegen freigeschaltet. Das gefällt mir. Jetzt geht die nächste Tür auf.
Müsste das bestimmt noch zweimal machen, oder? Wir haben hier noch eine Tür. Noch eine Tür geöffnet. Eins, zwei. Ach du Heilige. So, wir gucken jetzt einfach mal, was sich jetzt hier bewegt. Oh Gott. Oh nein, nicht sowas. Oh, ich hasse sowas. Das ist absolute Graus für mich. So, warte mal, eigentlich... Warte mal, wo kommt denn der hin? Hier hin, ne? Also, hab's geschafft. Das war Intuition. So, da wieder neues Andenken freigeschaltet. Ach, hier muss ich hin, okay. B öffnen. Ach nee, ich bin schon fertig. Nee. Fehlt mir ein Nostradamus-Rätsel? Warte mal, wie haben wir denn das überhaupt? Oh ne, warte mal, hier oben. Wassermann. Mir fehlt eins. Warte mal. Wassermann habe ich doch. Ich habe doch alle. Oh nee. Boah, Alter, wo ist denn das? Ist doch nicht der Ernst, dass ich ein Nostradamus-Rätsel jetzt nicht habe? Ja, was soll denn das sein? Bin jetzt nicht ganz blind, würde ich meinen, aber ich sehe das gerade nicht. Okay. Wir sehen uns gleich beim letzten Nostradamus-Rätsel. Oh, das kann nicht ja ernst sein. Und dann, ja, werden wir ganz schönes Wassermann-Nostradamus-Rätsel hoffentlich lösen. Und dann hier den Spaß lösen. Und dann haben wir die Rüstung in unseren Händen. So. Ach, dort? Boah, das ist ja gemein. So. Da bin ich wieder. Das Nostradamus-Rätsel war hinter einer Koop-Mission versteckt. Deswegen habe ich es auf der Karte nicht gefunden. Jetzt werden wir uns mal mit diesem wundervollen Rätsel weiter beschäftigen. Die Amtssoldaten Christi über ihrem versteinerten Verlies bekennen sie ihre Treue in Richtung Jerusalem. Okay. Steiner Verlies. Das Tempel wurde ja
als Verlies oder als Gefängnis ja verwendet. Das müssen wir ja. So. Hallo, die Frage, weil. Wow, habt ihr das gesehen? In. Oh. Cool. Im Flug haben wir die Richtung gewechselt. Also, es kann auch nur Arno. Ist doch ein Meisterassassin. Ich weiß es nur noch nicht. An der Quelle des Lebens löscht das vollmondförmige Becken den Durst der Verteidiger Salomons. Okay. Salomon hat jetzt doch auch irgendeine. Nee, warte mal. Eine Salomon in Jerusalem, die hängt doch irgendwie zusammen, oder? Warte mal. Gab's auch irgendeinen Hof, nicht? Mal gucken, wo der ist. Also hier haben wir, glaube ich, einen Brunnen, würde ich meinen. Ich höre es, glaube ich, schon. Oder auch nicht. So, warum konntest du keinen Doppelattentat machen, Arno? Was war dein Problem? Das gibt für mich keinen Sinn. Die Frage, wo ist denn hier ein verdammter Brunnen? Ein Brunnen. Wer sich uns entgegen? Aber ich dachte, hier gab es einen Brunnen. Wir haben wohl die falschen Insassen bereit. Verdammt, das habe ich jetzt nicht gesehen. Das war mein Fehler. Schlagt Alarm! Nein! Verdammte Axt. Nein! Da bist du ja! Schnapp den Buch! Dick mit dir. Zu verdammt langsam! So, hier mal ein Brunnen. Aber es gab genau, es gab ja noch einen anderen Brunnen. So. Warum funktioniert das jetzt hier, Arno? Und nicht bei den anderen? Ich verstehe das immer noch nicht. In den Eingeweiden der Erde, gebildet zwischen Zwillingsflammen, liegt der letzte Ruf des ersten Großmeisters. Okay. Mhm. Warte mal. Also Ruheplatz wird ja wahrscheinlich irgendeine Gruft sein. Irgendwas in die Richtung, oder? Und da es sich hier alles um das Tempel oder um den Tempel dreht, wird es doch hier irgendwo sein. Nur die Frage, gibt es hier irgend... Ja, hier, okay, warte mal. Hier können wir irgendwie rein. Und da versuchen wir einfach mal unser Glück und hoffen, dass ich richtig liege. Aber die Ruhestätten sind ja meistens unterhalb der Erde. Und es scheint ja, glaube ich, auch in dem... Hä? Ich höre es schon! War hier irgendwo, warte mal, da bist du bestimmt hier rein. Oh, was haben wir denn hier?
Müsste noch wichtig werden, eventuell. Erstmal kurz hier hin. Warte, ich hör's! Oh Gott, ich höre so laut und deutlich, das macht dich fertig. Hier. Ah, hallöchen. Ah, wir haben genug Fragmente. Sehr schön, das heißt, wir begeben uns ratzifatzi wieder zum Café Theatre. Na gut, das war ja eigentlich relativ einfach, ne? Da haben wir wenigstens wieder 100% in einem Bereich erlangt. Das ist doch schon mal was. So, das müsste jetzt rein die letzte Tür sein. Und dann ist die Rüstung unser. Mal sehen, was wir hier haben. Oh. Komme ich nicht hier hoch? Doch, hä? Okay, warte mal. Oh Gott, wir müssen bestimmt im richtigen Abstand. Weil sonst... Nehme ich mal an. Ja, genau deswegen. Ah. Ach Gott, das würde jetzt lustig werden. Ah, nein! Obwohl, warte mal. Hoch. Runter. Das sind immer die Kleinen hier, oder? Oh Gott, ganz schnell. Nein! Ah, oh, ich war zu langsam. Mann. Ah, oh, verdammt, das war ich zu übermütig. Ja, für sowas habe ich halt echt immer... Ach so, das ist das jetzt. Och Mann, warum? Ich wusste jetzt nicht, welches, also wer, also welches von den beiden jetzt hier. Ich habe nämlich noch kein. Nein, okay, mal einfach hier unten. Hoch, runter. Ja. Nein! Oh Gott. Heiliger. Oh, ich hab's geschafft. Ich habe einfach. Gib mir die Kante. Gedrückt. Und ja, ein Glück. Haben wir es geschafft. Halleluja. Da ist das gute Stück. Die Rüstung von Dumas de Saint-Nilon. Fantastisch. Wenn man bedenkt, dass das seit 500 Jahren hier rumlag. Oh, die Rüstung. Warte mal, können wir die gleich anlegen? Mal. Okay, wir müssen jetzt wieder ein Stockwerk höher. Was haben wir denn hier? Pariser Geschichten an den Abschluss der Pariser Geschichten 3 von 9. Ah, oh gut, alle Artefakte, das wird ein bisschen schwierig werden.
Okay, das schade, dass ich niemals jemandem davon erzählen kann. Das sieht schön aus. Ja. Ich glaube, wir müssen eins weiter hoch, genau. Ach, no. Ach so, das ist einfach nur... So. Oder kann ich auch unsere beide anlassen? Was ist das denn? Eiserne Maske. Ja, okay, da müssen wir nämlich... Boah, wer zieht denn das freiwillig an? Nee, da finde ich unsere schöner. Haben wir trotzdem jetzt alles ausgerüstet? Weiterhin? Oh, verdammt. Charakteranpassung. Ja, achso, ist einfach nur, okay. Dann können wir die ja verbessern. Ja, zwar keine Ahnung. Verbessert. Ich glaube, das macht keinen Sinn, die zu verbessern. Hey, warte mal, haben wir hier ein Besitzteil? Hier ist es auch. Ich glaube, man kann die nur verbessern, indem man wahrscheinlich dann einfach, wenn die jetzt 3 Sterne haben, das auf 4 hoch verbessern können. Warum habe ich denn trotzdem jetzt von der... Warte mal, kann das vielleicht an meiner Rüstung liegen? Nee. Auch alles 5. Oh, parieren die Schuhe. Oh, die sieht ganz... Oh, die sieht... Warte mal. Zusätzlicher Schaden. Häufigkeit des Lichts. Okay. Pistolen. Oh, okay. Da brauche ich 5. Ja, komm. Gib mir 5. Jetzt habe ich nur noch 30.000 Liefer. Boah, ist das traurig. Aber ich müsste doch jetzt rein theoretisch genau Spielerlevel 5 haben. Also das Höchste vom Höchsten. Und das heißt, hier muss es doch jetzt auch wieder auf der 5 sein, oder? Ja, ha, ha, ha. Schön. Haben wir hier Leistungen. 30 von 75. Ja, haben wir wenigstens mehr als die Hälfte, ne? Das ist doch schon mal wenigstens etwas hier. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir die Nebenmissionen weitermachen. Wir haben ja zum einen... Die Rissmission, die würde ich gerne vorher abschließen. Dann haben wir hier noch die Gesellschaftsmission. Die können wir ja gleich machen, dass wir uns erstmal hier austoben. Und ich hoffe einfach mal, dass das relativ schnell geht und nicht, ja, wieder einmal Nerven zerrt. Und dann haben wir noch einen mysteriösen Mordfall, den wir klären können. Und wie gesagt, die Rissmission. Aber die Rissmissionen sind ja relativ leicht zu handhaben. Und ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.